Einen wundervollen guten Abend alle zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wissenschaft fürs Wohnzimmer. Heute Abend wird uns Jannik Schnier etwas über Kleinstlebewesen, nämlich die sogenannte Mayofauna, erzählen. Außerdem wird er uns berichten, warum er bald keine Wimpern mehr hat. Falls ihr dazu Fragen habt oder euch andere Dinge brennend interessieren während des Vortrags, dann schreibt doch einfach in unseren Live-Chat und wir werden dann während des Vortrags die Fragen beantworten. Oder falls nicht, dann eben später in unserer Diskussionsrunde. Und ja, wir wollen uns auch kurz noch vorstellen, die wir hier heute anwesend sind. Mein Name ist Melissa und ich bin Doktorandin in der Tiefseegruppe am ABI. Falls ihr Lust habt zu erfahren, was das hier eigentlich für eine verbeulte Büchse ist, dann schaut euch doch einfach mal den Vortrag Nummer 4 an. Da werde ich euch das nämlich erklären. Und jetzt gebe ich weiter zu Franzi. Ja, hallo zusammen. Schön, dass wir wieder heute hier zusammen sind für eine weitere Episode von Wissenschaft fürs Wohnzimmer. Ich bin schon ganz gespannt und bin heute, glaube ich, der Exot in unserer Runde, weil ich mal nichts mit Tiefsee zu tun habe und auch nichts mit Tieren oder Bakterien, sondern beschäftige mich mit Phytoplankton im Südpolarmeer. Deswegen bin ich auch schon ganz gespannt auf den Vortrag von Jannik heute und gebe direkt mal weiter an Matthias. Ja, moin, auch von mir. Also du bist nicht der einzige Exot. Also ich bin zwar auch in der Tiefseegruppe wie Melissa und Jannik, aber ich schaue mir ja nicht eher die Bakterien an in der Wassersäule, also oben eher in dem Bereich, wo viel Licht ist. Schaue mir das aber auch in der Arktis an und habe dazu, ich weiß die Episode nicht mehr, 14 oder so, keine Ahnung, auch schon fast ein Jahr her. Wir sind ja jetzt schon im zweiten Jahr von Wissenschaft fürs Wohnzimmer und könnt ihr also auch da mal reinschauen, um mehr davon zu erfahren. Und jetzt freue ich mich aber auch erstmal auf Janniks Vortrag und die Tiefsee, was er uns da erzählen wird. Viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank für die netten Worte und für die Einleitung und dass ich heute Abend hier was erzählen darf. Ich bin Jannik Schnier und auch seit ein paar Monaten Doktorand am Alfred-Wegener-Institut in der Tiefseegruppe hier in Bremerhaven. Und ich beschäftige mich, wie gerade Melissa schon gesagt hat, mit sehr kleinen Tieren, die im Meeresboden leben. Und ich beginne jetzt einfach mal mit dem Teilen von meiner Folien. Eine Sekunde. Na, jetzt verdeckt natürlich das Zoom-Interface meine Präsentation. So, okay. Ich möchte heute Abend eine Tiergruppe vorstellen, von der ich erst erfahren habe, dass es sie gibt, als ich mitten im Studium war. Und bevor ich studiert habe, habe ich nur vage von dieser Gruppe gehört und konnte mir nie wirklich was darunter vorstellen. Aber als ich sie im Laufe meines Studiums kennengelernt habe, fand ich sie so faszinierend, dass ich erst eine Bachelorarbeit und dann später eine Masterarbeit darüber geschrieben habe und mittlerweile an einer Doktorarbeit sitze und mich mit dem sogenannten Mayobentos befasse oder der Mayofauna. Ich benutze diese beiden Begriffe synonym, also ich sage entweder Mayobentos oder Mayofauna, ich meine aber das Gleiche. So, aber was bedeutet dieses Wort denn jetzt überhaupt? Was ist Mayofauna? Was ist Mayobentos? Nun, im Deutschen gibt es das sehr schöne Wort Sandlückenfauna und wie ich finde, trifft das den Nagel auf den Kopf. Und zwar sehen wir hier ein Foto von Nordseesand, den ich in Wilhelmshaven gesammelt habe, unter einem sogenannten Binokular. Das ist eine Stereolupe, mit der man Sachen vergrößern kann, die nicht ganz so groß vergrößert wie ein Mikroskop. Und wie man hier schon sehen kann, gibt es zwischen den Sandkörnern Hohlräume. Und dieser Hohlraum wird bewohnt tatsächlich von Tieren, der sogenannten Sandlückenfauna oder der Mayofauna. Und wenn man diesen Sand jetzt heraussiebt, bekommt man ein Bild, was so ähnlich aussieht wie das hier. Also eine bunte Vielfalt an verschiedensten Tieren, die dieses Sandlückensystem bewohnen. Aber nochmal zurück zu dem Wort Mayofauna oder Mayobentos. Das hat ja sicherlich, haben sicherlich die wenigsten bisher gehört, was das bedeutet. Und ich möchte das Wort einmal zerlegen in seine Bestandteile. Der Wortbestandteil Mayo bezieht sich auf die Größe. Das ist nichts anderes als eine Größendefinition. Die Mayofauna ist definiert dadurch, dass diese Tiere durch ein Sieb mit einer Maschenweite von einem Millimeter durchpassen, also ein Durchrieseln, wenn man die Probe siebt, aber bei einer Maschenweite von 42 Mikrometern hängen bleiben und dort nicht mehr weiterkommen. Alles, was durch die 42 Mikrometer hindurchpasst, ist Mikrofauna.
Und alles, was bei dem 1 Millimeter hängen bleibt, nennt man Makrofauna. Und zu dem Thema hat Melissa auch schon einen Vortrag gemacht, den sie auch eben gerade kurz angekündigt hatte. Könnt ihr auch auf diesem Kanal bei Wissenschaft fürs Wohnzimmer noch aufrufen. Und die Makrofauna wird auch noch mal unterteilt, also wird auch noch, also ist auch nur eine Größeneinteilung. Die nach oben hin gibt es quasi dann die Megafauna, da ist die Grenze ein bisschen schwimmt, ab wann was Megafauna ist. Aber im Prinzip sind Makro- und Megafauna die Tiere, die Organismen, die man mit dem bloßen Auge sehen kann. Und alles, was zur Meiofauna und Mikrofauna zählt, kann man in der Regel nicht mehr wirklich mit dem bloßen Auge sehen. Und wenn überhaupt, dann nur als kleiner, ja, Staubfleck sozusagen. Und dann möchte ich den zweiten Wortbestandteil noch einmal erläutern, den Bestandteil Benthos. Und Benthos bezieht sich auf das Wort Benthal, was ein anderes Wort ist für Meeresgrund oder generell Gewässergrund. Und Benthos bezeichnet dann alle Lebewesen, die auf oder im Sediment, also im Boden eines Gewässers leben. Und wenn man das Wort jetzt wieder zusammensetzt, bekommt man halt Meiobenthos. Das bedeutet dann halt per Definition aquatische Bodenlebewesen, die zwischen 42 und 1000 Mikrometern groß sind. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich benutze auch das Wort Meiofauna. Wenn man es streng sieht, bezeichnet die Meiofauna halt nur die Tiere, die mehrzelligen Tiere. Aber selbst in der Literatur wird Meiobenthos und Meiofauna auch manchmal so ein bisschen synonym verwendet. Deswegen kommt in diesem Vortrag auch beides vor, und ich werde auch häufiger Meiofauna sagen, meine aber damit immer diese kleinen, winzig kleinen Tiere. Okay, haben wir das geklärt? Soweit, so gut. Wie kommt man jetzt überhaupt an Meiofauna ran? Nun, da kann man erstmal einfach per Hand an den Strand gehen und Proben sammeln. Das ist vielleicht die einfachste Art und Weise, um an Meiofauna zu kommen. Und ja, man kann das entweder machen, wenn man einfach einen Löffel nimmt, einen normalen Esslöffel und ein Probennahmegefäß und dann einfach loszieht und Sand einsammelt. Was man auch machen kann, ist, man kann einen sogenannten Handkorer nehmen. Das ist ein Gerät, was ungefähr so eine Größe hat und im Prinzip wie eine große Spritze funktioniert. Und das steckt man dann in den Boden und zieht ein Sedimentkern, ein Kor aus dem Boden. Und das kann man machen, um ein definiertes Volumen, eine definierte Menge Sediment mitzunehmen, um das dann vergleichen zu können an verschiedenen Orten. Das habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht, weil das für meine Fragestellung da nicht relevant war. Aber das kann man auch machen. So, jetzt haben wir aber das Problem oder die Besonderheit auf unserem Planeten, dass die Erdoberfläche zu 70% von Wasser bedeckt ist und man nicht einfach so überall hinkommt an den Meeresboden ohne größeren Aufwand. Und deswegen braucht man in der Regel für Meiofauna-Beprobung auf See immer Schiffe. Gerade auch für Tiefseeproben ist es dann immer sehr wichtig. Und dort benutzt man dann einen sogenannten Multicorer oder MUC, wie er abgekürzt wird. Und sehen wir hier in dem Bild links, der Multicorer besteht aus mehreren PVC-Rohren. Das sind diese durchsichtigen Rohre, die man sieht. Und das ist im Prinzip wie so ein Handkorer, nur ein bisschen größer, hat ungefähr den Durchmesser von so einer Regenrinne. Und das wird dann an einer langen Winde bis zum Meeresboden abgelassen, was teilweise schon recht lange dauern kann. Wenn man in der Tiefsee arbeitet, dauert das mehrere Stunden, bis der unten ankommt. Und sobald dieser Multicorer dann unten aufsetzt, fällt ein Gewicht, dieses Gewicht, das ist dieser graue Kasten in der Mitte, im rechten Bild. Ich weiß nicht, kann man meinen Mauszeiger sehen? Ich glaube, doch, kann man sehen, perfekt. Das ist dieses Ding hier, das ist das Gewicht und das drückt diese gesamte Kassette, wo die Rohre dranhängen, in den Meeresboden. Und sobald das passiert, schließen diese Deckel hier oben die Oberseite vom Rohr und versiegeln sie. Und sobald der Korer dann wieder angehoben wird, entsteht hier drin ein kleiner Unterdruck und zieht quasi das Sediment mit nach oben hoch. Weil wenn das oben offen wäre, dann würde es ja einfach wieder rausfallen, das Sediment aus dem Rohr. Und sobald die Kors das Sediment verlassen haben, klappt dieser Deckel hier um oder diese äußeren mit dieser Feder und verschließen den Sedimentkern von unten. Und so kann man den dann sicher an die Oberfläche transportieren. Und ich habe auch ein Video, wo man einmal sieht, wie das in der arktischen Tiefsee aussieht, bei 1014 Meter Wassertiefe. Jetzt sitzt er auf dem Boden auf und zack, stanzt der Multicorer in den Boden rein. Und gleich fallen diese Klappen runter und verschließen den Kern. Was man hier übrigens auch, ich halte mal kurz an, was man hier interessanterweise auch noch sieht, das ist die Besonderheit an dieser Station. Es sieht ein bisschen aus wie Glaswolle, was hier liegt, so wie so Dämmmaterial. Und das hat auch so eine ähnliche Konsistenz. Das sind im Prinzip
abgestorbene Schwammmaterialien von Schwämmen. Das sieht man hier auch. Das sind diese Kugeln, die hier rumliegen. Das sind Schwämme. Und wenn die absterben, dann bleiben diese Fasermatten zurück. Und die bedecken dann den Meeresboden. Und dort drin lebt auch Meiofauna. Und die wurde jetzt hiermit beprobt. Und jetzt wird der Korall wieder angehoben. Jetzt klappen die unteren Deckel aus und verschließen den Chor. Und jetzt muss man wieder lange warten, bis die Probe oben ist und hoffen, dass kein Stein den Deckel blockiert und das Rohr nicht dann leer läuft. Aber das ist auch der Grund, warum man gleich mehrere Proben nimmt. Oh, das haben wir gerade. Kommen wir jetzt zu der Extraktion. Also jetzt haben wir den Sedimentkern oder diesen Schlamm oder den Sand, je nach Untergrund, und müssen natürlich die Tiere rausbekommen. Und was man da dann macht, ist, dass man zum einen entweder Lebendextraktion machen kann mit Magnesiumchlorid. Das ist eine Salzlösung, die die Tiere betäubt. Und das macht man aus dem Grund, weil viele von diesen Tieren Haftorgane haben, mit denen sie sich an Sandkörnern festkleben können. Und gerade das möchte man ja verhindern, weil man ja die Tiere vom Sand trennen möchte. Deswegen kann man sie betäuben mit dem Magnesiumchlorid. Und eine kurze Zwischenfrage, bevor du weiter beschreibst, wie du die armen Tierchen da quälst. Und zwar kam eine Frage aus dem Chat, also ob dieser Multicorer auch auf der Polarstern verwendet wird. Genau, der wird auf der Polarstern verwendet. Diese Aufnahme stammt auch von der Polarstern. Das hat man kurz am Anfang oben links gesehen. PS 101, das ist der Expeditionsname, und PS steht für Polarstern. Und wir fahren übrigens auch in 3 Wochen wieder hoch in die Arktis. Da zeige ich gleich noch eine Karte. Und fahren mit der Polarstern da hoch und nehmen auch unter anderem mit dem Multicorer wieder Sedimentproben, um die Meiofauna zu analysieren. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, weil das für mich das erste Mal Arktis sein wird. Und dann halt über einen Monat da unterwegs zu sein, ist, glaube ich, schon sehr spannend. Okay, jetzt haben wir den Sedimentkern und möchten die Tiere daraus bekommen und haben dieses Betäubungsmittel jetzt dazu getan. Und dann, was man im Prinzip dann macht, ist, man schüttelt die Probe einfach durch. Der Sand setzt sich dann relativ schnell wieder ab und dann gießt man das durch dieses 42 Mikrometer große Sieb. Was man auch machen kann, ist, und das wird auch den Schiffen dann häufig gemacht, dass man die Tiere direkt mit Formaldehyd fixiert, also abtötet. Das macht man gerade, weil man oft eine große Menge an Proben bekommt und durch das Abtöten gewinnt man quasi Zeit und kann sich die dann später in Ruhe an Land wieder angucken. Und man kann, wenn man die korrekt lagert, dann auch über 10 Jahre, also Jahrzehnte lang, die sich die Proben noch angucken und analysieren. Aber das Grundprinzip ist quasi das Gleiche. Entweder also Lebendextraktion oder die Fixierung mit Formaldehyd, das Absieben durch ein 42 Mikrometer Sieb. Und dann kann man das, spült man das meistens zurück in eine Petrischale. Wenn man jetzt eine Lebendprobe hat, macht man das mit Seewasser und dann werden dadurch auch die Tiere wieder aufgeweckt sozusagen, wenn sie wieder in Salzwasser schwimmen. Und man kann sich dann lebende Meiofauna angucken. Und ich habe jetzt hier mal eine Aufnahme aus einer Stereolupe, eine Lebendaufnahme. Und hier sieht man jetzt diese große Muschel, die, wie man gleich sehen wird, eigentlich gar nicht so groß ist. Und trotzdem ist diese Muschel keine Meiofauna. Sie ist Makrofauna. Sie ist ungefähr einen halben Zentimeter groß. Aber ich habe sie extra gefilmt, weil das ein sehr schöner Größenmaßstab ist. Wie man jetzt nämlich hier überall sieht, ist hier überall, sind hier ganz viele kleine Tiere, die hier rumwuseln. Und das ist die Meiofauna. Hier diese ganzen, das hier sind alles kleine Sandkörner. Also die Probe ist nach wie vor noch sehr dreckig, da habe ich nicht gut gesiebt. Aber wie man jetzt sieht, ich nehme die Kamera weg, ist quasi das Leben in einer Petrischale und das entspricht 5 Esslöffel Sand. Also das ist aus 5 Esslöffeln Nordseestrand, was so an Leben in so kleiner Menge vorkommen kann. So, und irgendwie ist das irgendwie doppelt, das ist irgendwie nicht der Plan. Und so kann man, wenn man jetzt noch ein bisschen näher rangeht mit dem Mikroskop, eine viel größere Vergrößerung erzeugen und sich dann auch lebende Meiofauna am Mikroskop angucken. Und das hier, was man hier gerade sieht, ist ein sogenannter Bauchherling. Das ist ein kleiner Wurm, der ganz viele Haare am Bauch hat, mit denen er sich fortbewegen kann. Und quasi jetzt gerade ein bisschen langsam unterwegs ist, weil ich den ein bisschen eingeklemmt habe unter einem Deckglas. Und dieses Tier hat den etwas sperrigen Namen Tetranchiroderma soecicum. Das ist ein bisschen kompliziert, den musste ich auch erstmal auswendig lernen. Aber mit dem habe ich beispielsweise in meiner Bachelorarbeit viel gearbeitet und die ich im Übrigen am Senckenberg-Institut in Wilhelmshaven geschrieben habe, unter der grandiosen Betreuung von Alexander Kienicke, von dem ich sehr viel gelernt habe und der ein großer Experte für diese Gastrotrichen ist, für diese Bauchherlinge. Und
wie ich finde, sehr witzige Tiere. Und übrigens, das hier, was man hier hinten sieht, diese ganzen am Hinterende, also ne, links ist vorne und rechts ist hinten, das sind diese Haftröhrchen, mit denen sie sich an den Sandkörnern festkleben und mir dann das Leben schwer machen, wenn ich Tiere aus der Probe rausbekommen will. Okay, aber jetzt muss ich gestehen, habe ich einen Schritt übersprungen. Wie komme ich denn jetzt überhaupt von dieser relativ dreckigen und unübersichtlichen Probe zu so einer schönen Aufnahme von einem einzelnen Tier? Und spätestens jetzt kommt immer der Punkt, wenn ich meiner Familie oder meinen Freunden erzähle, was ich so den ganzen Tag über so tue, wo mir dann der Vogel gezeigt wird und mir dann auf jeden Fall nicht mehr geglaubt wird. Denn hier kommen jetzt die Wimpern ins Spiel. Ich benutze nämlich eine Wimper. Und weil mir das nie geglaubt wird, habe ich das auch mal gefilmt, wie ich mir das Werkzeug selber bastel. Und zwar ziehe ich mir eine Wimper raus, was man nämlich, man bringt ja sonst keine Opfer für die Wissenschaft. Also im Dienste der Wissenschaft ziehe ich mir eine Wimper raus und die klebe ich dann mit einem Tropfen Nagellack an einen Holzspieß, an so einen Schaschlikspieß. Und schon hat man ein perfektes Majofauna-Extraktionswerkzeug. Und wenn man pfleglich damit umgeht, kann man die Wimper auch lange benutzen. Also dann hat man hoffentlich genug Zeit, dass sie auch nachwachsen können. Und viele Kollegen benutzen auch dünne Drähte aus Wolfram meistens, mit denen sie die Tiere rausholen. Mache ich auch manchmal bei den dickeren Tieren. Aber ich finde, bei den Wimpern ist der große Vorteil, dass sie so schön elastisch sind und man im Zweifel das Tier nicht beschädigt. Denn was man nämlich auch noch braucht, abseits von langen und dicken Wimpern, ist eine ruhige Hand, wie man nämlich jetzt in dem nächsten Clip sehen wird. Dort nehme ich diese Bauchherlinge aus einer Sammelprobe und nehme sie einzeln raus und tue sie auf einen anderen Objektträger in einen kleinen Tropfen mit Glycerin, um sie dann später als ein sogenanntes Dauerpräparat weiter zu bearbeiten. Und dann kommt dann am Ende ein Deckgläschen drauf und man kann dann schöne Aufnahmen am Mikroskop machen. Das sind jetzt fixierte Tiere, die nicht mehr leben und auch angefärbt wurden mit Bengalrosa, damit man sie besser erkennen kann. Und hier sieht man auch noch mal, das ist der kritische Moment, dieses Überführen. Jetzt hängt der Wurm an meiner Wimper. Und dabei sind mir auch schon sehr viele verloren gegangen. Und das ist dann extrem ärgerlich, weil das sehr aufwendig ist, bei manchen Tieren überhaupt an die Tiere ranzukommen. Gerade wenn man auf Schiffsproben zum Beispiel angewiesen ist. Und in meiner Bachelorarbeit habe ich mit... War das auch eine Einstellungsvoraussetzung? Stand das auch in den Bewerbungsunterlagen? Lange Wimpern sind Voraussetzungen? Oder wurden die auch nachgemessen dann bei deiner Bewerbungsunterlagen? Tatsächlich nicht. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, den man vielleicht in seiner Bewerbung anbringen könnte, wenn man lange Wimpern hat. Also ja, das ist. Man kann tatsächlich auch mit Dackelhaaren, das haben wir auch ausprobiert, das funktioniert auch gut. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht mal so ein Barthaar zu nehmen. Also ein bisschen experimentierfreudig muss man schon sein. Aber ich bin bei den Wimpern bisher geblieben. Ich bin bisher bei den Wimpern geblieben, weil das halt sehr gut funktioniert damit. Und ja. So kann man dann einzeln die Tiere aus dieser Probe herauspicken. Und hier seht ihr mal eine kleine Auswahl, was es so an verschiedenen Organismen so in der Majofauna alles gibt. Also es gibt die Nematoden, die Fadenwürmer, die Koppepoden, die Ruderfußkrebse, dann die Bauchherlinge, die Gastrotrichen, von denen wir eben schon die ganzen Aufnahmen gesehen haben, dann die Polycheten, die Vielborster, die Kinurinchen, die Hakenrüssler und die Tardigraden, die Bärtierchen. Und dann gibt es auch noch, es gibt noch ganz viele andere. Es gibt noch Plattwürmer, es gibt Rädertierchen und die haben alle ganz lustige Namen. Ich habe die jetzt hier nicht alle aufgeführt, weil das den Rahmen bei weitem sprengen würde. Da kann man ganze Bücher mitfüllen, was auch gemacht wird. Und vielleicht kennen einige tatsächlich die Tardigraden, also die Bärtierchen. Die sind nämlich sehr niedlich, die sehen aus wie kleine Gummibärchen und die wackeln so lustig hin und her, wenn die in den Lebendproben drin sind. Wenn die sich fortbewegen. Und die sind halt sehr robust. Man kann die einfrieren und die überstehen hohe Temperaturen. Und sogar im Weltall, im Vakuum auf der Außenseite der ISS, hat man die eine Zeit lang ausgesetzt, dann wieder reingeholt und in einen Tropfen Wasser getan. Und die haben munter weitergelebt. Also sie sind sehr, sehr kleine, robuste Tierchen. Ich habe mich allerdings bisher in meinem Leben mit den Nematoden und mit den Gastrotrichen beschäftigt. Und alle Tiere, die jetzt hier auf dieser Folie sind, stammen auch aus der Arktis. Und zwar sind alle Proben, also alle Fotos, alle Tiere, bis auf die Gastrotrichen, aus dem AWI-Hausgarten. Und der AWI-Hausgarten ist ein Tiefseeobservatorium, was seit 1999 jedes Jahr angesteuert wird
Und dort jedes Jahr Proben genommen werden und unter anderem halt auch die Meyer-Fauna beprobt wird, um eine Langzeitserie, eine Langzeitdatenreihe zu generieren, um zu gucken, wie sich bestimmte Sachen verändern, wie sich die Zusammensetzung der Meyer-Fauna zum Beispiel verändert. Die Gastrotrichen, die stammen von einer anderen Expedition, zum sogenannten Langzessrücken. Das ist ganz in der Nähe vom Nordpol, aber auch halt Hocharktis. Und deswegen habe ich sie auch mit auf diese Folie genommen, weil ich auch so schöne Fotos von ihnen hatte und die gerne zeigen würde. Wollte. Ach, und im Übrigen sind die Tiere in echt meistens nicht rosa, sondern haben eher so eine Farbe hier, deswegen habe ich das Foto auch mal mit reingenommen, sind eher farblos und durchsichtig. Und sie werden in der Regel angefärbt mit einem Farbstoff, damit man sie besser halt von den Sandkörnern unterscheiden kann, weil sonst ist es noch schwieriger, mit denen zu arbeiten, als es sowieso schon ist. Okay, aber jetzt werde ich halt dann auch oft gefragt, warum arbeite ich überhaupt mit Meyer-Fauna oder warum arbeite ich jetzt mit Nematoden? Ich habe ja schon gesagt, ich habe in meiner Bachelor-Masterarbeit mit den Gastrotrichen gearbeitet. Jetzt bin ich vom Senckenberg zum Alfred-Wegener-Institut gegangen und arbeite hier mit Nematoden. Aber warum eigentlich? Und das möchte ich eine Frage an euch erstmal stellen, bevor ich meine selbstgestellte Frage beantworte. Und zwar möchte ich gerne von euch mal wissen, was ihr so schätzt, wie viele Nematoden auf einem Quadratmeter Meeresboden denn so vorkommen. Und wir haben hier ein bisschen Zeitverzögerung, glaube ich. Deswegen muss ich ein bisschen warten und euch die Chance geben, Sachen in den Chat zu schreiben, bevor es hier weitergeht. Nutze ich die Gelegenheit und trinke auch mal einen Schluck. Solange das Publikum noch überlegt, was man da am besten schätzen könnte, könnte ich ja mal anfangen und ich tippe mal so auf 500.000. 500.000, okay. Ich habe auch gerade gesehen, es kam schon die erste Schätzung im Chat rein und da schätzt jemand 1 Million Nematoden pro Quadratmeter. Ja, und ich glaube, ich löse jetzt auch langsam mal auf, weil das ist nämlich eine verdammt gute Schätzung. Und tatsächlich, tatsächlich kommen sogar teilweise bis zu 12 Millionen Nematoden pro Quadratmeter vor. Das ist eine fast unvorstellbare hohe Zahl für in so einen kleinen Bereich. So viele Tiere. Und wenn man das jetzt nochmal umrechnet auf die Größe eines Fußballfeldes, dann bedeutet das, dass auf einem Fußballfeld großem Stück Meeresboden mehr Nematoden leben als Menschen auf der gesamten Welt. Und jetzt kann man sich ausrechnen, ich habe mir die Zahl extra aufgeschrieben, die Erdoberfläche oder die Erde besteht zu 361 Millionen Quadratmetern aus Meer, also aus Wasseroberfläche. Man kann sich jetzt ausrechnen, wie viele Millionen, Milliarden Nematoden das sind. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil das ist einfach nur Wahnsinn. Natürlich leben sie nicht überall. Also es gibt bestimmte Habitate, wo es weniger Meyer-Fauna gibt, zum Beispiel so Harzsubstrate und so Steinuntergründe. Aber überall, wo Sand ist, sind sie auf jeden Fall vorhanden. Und Nematoden sind halt die zahlreichsten Tiere auf diesem Planeten. 4 von 5 Tieren, wenn man alle Tiere, die auf der Welt leben, uns Menschen eingeschlossen, zusammenzählt, sind Nematoden. Und bewohnen halt alle Lebensräume, die man sich vorstellen kann. Also sie leben an Land, in der Erde, überall, wo es ein bisschen feucht ist, in Süß- und Salzwasserlebensräumen auf der ganzen Welt. Von der Arktis bis in die Tropen kommen sie überall vor. Und bisher gibt es schätzungsweise 27.000 Arten, die überhaupt bekannt sind. Und es wird vermutet, dass es noch mehr als 100.000 Arten gibt, die noch nicht beschrieben sind und unbekannt sind. Es gibt auch Schätzungen, die gehen bis zu 1 Million hoch. Das ist natürlich sehr, sehr optimistisch geschätzt, aber man weiß es halt nicht, wie viel es noch da draußen gibt, von dem man nicht weiß. Und du gerade bei dieser schönen Übersicht bist, da gab es eine Frage im Chat und zwar, kannst du was dazu sagen, wie viele Sinne oder welche Sinne diese Meyer-Fauna-Gruppen haben? Also, ich denke mal. Also so Sinneseigenschaften wie Augenlicht zum Beispiel ist bei nur ganz wenigen vorhanden in ganz rudimentärer Form, so hell-dunkel zum Beispiel, können sie unterscheiden. Aber viele haben sehr ausgeprägte chemische Sensoren zum Beispiel, mit denen sie Unterschiede in der Wasserumgebung zum Beispiel wahrnehmen können. Und das ist sehr, sehr wichtig für diese Tiere. Sie sind aber grundsätzlich sind die meisten Meyer-Fauna-Organismen sehr einfach aufgebaut. Also die besitzen kein Herz-Kreislauf-System, weil sie so klein sind, dass quasi der Sauerstoff einfach durch die Tiere, durch das umliegende Wasser in die Tiere eindringen kann, ohne dass sie quasi ein extra dafür ausgelegtes System brauchen. Und auch die Nahrung kann quasi durch den Darm einfach relativ schnell an alle Zellen verteilt werden, sodass
die Tiere wirklich sehr simpel aufgebaut sind in der Hinsicht. Aber nichtsdestotrotz dadurch auch perfekt an diesem Lebensraum Sandlückenfauna angepasst sind. Cool, danke. Ja, sehr gerne. genau, 27.000 Arten sind bisher bekannt. Und wenn man diese Zahlen, also diese unglaublich hohen Individuendichten jetzt mal sich beim Hausgarten anguckt, den ich eben schon erwähnt hatte, wird das auch im Hausgarten wiedergespiegelt, da zwischen Spitzbergen und Grönland in dem Probennahmegebiet. Und wenn man dort die bisher sich durchgesehene Majofauna anguckt, stellt man fest, dass es oder hat man festgestellt, dass es über 95% Nematoden sind als Gesamtanteil in der Majofauna. Die nächst häufigere Gruppe sind die Koppelpoden, die Ruderfußkrebse mit 3,1% und alle anderen Tiergruppen zusammen, die sonst noch gefunden wurden, machen nur 1,7% des Gesamtanteils an den Majofauna-Organismen aus. Und das ist schon ziemlich beeindruckend und auch für viele andere Tiefseeregionen auch ein ähnliches Bild. Also das sieht man an vielen anderen Regionen in der Tiefsee auch, dass die Nematoden dominieren. An den Küstenregionen kann das Bild ein bisschen sich verändern, auch gerade was die Koppelpoden angeht. Die sind auch relativ häufig in manchen Gebieten. Aber tatsächlich sind die Nematoden die dominierende Tiergruppe in der Majofauna. Und ich arbeite im Speziellen mit sogenannten freilebenden Nematoden, denn von Nematoden weiß man auch, dass es viele parasitäre Arten gibt, gerade auch so in den terrestrischen, also in den landlebenden Arten gibt es viele, die zum Beispiel Tiere und Pflanzen auch befallen. Ich arbeite aber mit den freilebenden Nematoden, die frei halt im Sediment leben, also in dem Meeresboden. Und auch dort sind halt nach wie vor viele Arten unbekannt und unbeschrieben. Aber um trotzdem ökologische Fragestellungen beantworten zu können, teilt man diese Tiere dann auch in Fresstypen ein. Wenn man jetzt auch die Art nicht genau kennt, also ich habe in der Probe jetzt beispielsweise eine unbekannte Art, dann schreibe ich es unbekannte Art A und gucke, was sie für ein Fresstyp ist. Und das erkennt man an der Mundstruktur. Und zwar gibt es vier verschiedene Typen. Es gibt selektive und nicht selektive Detritusfresser. Und Detritus ist letztendlich abgestorbenes organisches Material. Also alles, was irgendwann mal im Wasser, in der Wassersäule gelebt hat, stirbt halt irgendwann und sinkt dann auf kurz oder lang auf den Meeresboden hinab und wird auf dem Weg dahin auch schon zersetzt, auch von Mikroorganismen. Und viele Nematoden fressen halt diese Mikroorganismen, die diese Zersetzung der organischen Materie verursachen. Und dort unterscheidet man halt eben in selektive Detritusfresser, die können halt nur bestimmte Arten an Mikroorganismen fressen, weil sie meistens eine sehr kleine Mundöffnung haben, passen nur bestimmte Mikroorganismen in das Maul des Nematoden. Und bei nicht selektiven Detritusfressern schlingen die quasi rein, was sie kriegen können und schlucken das im Ganzen runter, wie auch die beiden, die hier rechts im Bild sind, Quadricoma und Desmoscolex. Das sind nicht selektive Detritusfresser. Dann gibt es auch noch die Sauger mit Stachel. Die pieksen quasi ihre Beute an und saugen sie aus. Das ist ganz schön gemein, wie ich finde. Und es gibt Räuber mit großer Mundöffnung und Zähnen, in Anführungszeichen, also mit Mundwerkzeugen, mit Kaustrukturen, mit denen sie ihre Beute packen können und dann zermalmen können und wirklich fressen. Auch andere Nematoden fressen andere Nematoden. Das quasi Kannibalismus ist auch verbreitet. Der Löwenanteil sind aber tatsächlich die Detritusfresser. Und deswegen haben sie auch eine hohe ökologische Bedeutung, denn sie sind ein wichtiger Bestandteil in der gesamten Kette der Zersetzung von organischer Materie. Denn, wie ich das ja eben schon gesagt habe, das tote Material wird dann muss ja irgendwie wieder zersetzt werden. Und dadurch, dass die Nematoden zum einen das tote Material, das den Aas sozusagen selber fressen, aber auch die Mikroorganismen, die quasi auf dem Detritus, auf dem toten Material dann vorkommen, sind sie wichtig in dieser gesamten Rückführung von Nährstoffen und von gelösten Substanzen. Denn die Ausscheidung der Nematoden zum Beispiel sind auch wiederum für einige Bakterien sehr wichtig. Und es gibt sogar Nematoden, die in Symbiose mit Bakterien leben. Und des Weiteren ist eine große, wichtige ökologische Bedeutung von Nematoden, selbst als Nahrung für Makrofauna zu dienen. Da haben wir die Makrofauna wieder. Und ein schönes, wirklich sehr anschauliches Beispiel, wie ich finde, was eigentlich jeder kennt, der schon mal bei Niedrigwasser an der Nordsee unterwegs war, ist der Wattwurm. Das ist ein Makrofauna-Organismus, der Sand frisst. Und man kennt ja, wenn man bei Niedrigwasser am Strand oder im Watt unterwegs war, diese kleinen Sandhügel, diese Sandhäufchen, die der Wurm produziert, also seine Kothaufen sozusagen. Und
Ja, der Wattwurm frisst diesen Sand und alles, was in diesem Sand lebt. Und wie wir gesehen haben, ist die Meiofauna ein sehr großer Bestandteil von dem, was im Sand lebt, mitsamt auch noch zusätzlich mit der Mikrofauna, also mit den Bakterien und anderen Mikroorganismen. Aber die Meiofauna macht einen großen Bestandteil der Nahrung des Wattwurms zum Beispiel aus. Und nicht nur des Wattwurms, sondern auch allen anderen Organismen, die quasi Sediment fressen und das da drin verdauen. Also kann man sagen, die ökologische Bedeutung ist sehr hoch und sie haben eine grundlegende Funktion im Gesamtökosystem und stellen ein wichtiges Bindeglied quasi da in diesem Gesamtsystem. Und jetzt komme ich auch schon zu meinem Fazit von meinem heutigen Vortrag. Meiobenthos oder Meiofauna generell ist sehr divers und fast überall in großen Mengen vorkommt und viele Arten sind unbekannt und es gibt auch noch nach wie vor abseits von den sowieso noch unbekannten Arten auch noch andere offene Fragen, wie zum Beispiel das Meiofauna-Paradoxon, das im Prinzip nur besagt, wenn man das jetzt runterbricht, warum findet man Arten quasi jetzt hier bei uns in der Nordsee, in der Arktis, im Mittelmeer und vor Japan beispielsweise, es ist offen, also die gleiche Art, aber sie haben keine Verbreitungsstadien. Man weiß nicht, wie kann so ein kleiner Wurm, der nur ein Drittel Millimeter lang ist, sich über so große Distanzen verbreitet haben oder verbreitet, also ob dieser Prozess überhaupt noch stattfindet, ist noch nicht wirklich geklärt. Und damit zusammenhängend gibt es die sogenannten kryptischen Arten. Das klingt jetzt auch ein bisschen kompliziert, aber es bedeutet im Prinzip, dass man, was ich gerade schon sagte, das hängt mit dem Meiofauna-Paradoxon zusammen, dass man Arten findet, beispielsweise am Nordpol und im Mittelmeer, und die für die gleiche Art hält, weil die äußerlich quasi identisch aussehen, aber jetzt durch neuere genetische Methoden, die seit ungefähr 10 Jahren verfügbar sind, hat man herausgefunden, dass sie tatsächlich auf genetischer Ebene 2 verschiedene Arten sind. Also die genetischen Maschinen sagen uns, wir haben da 2 Arten, aber wenn wir uns die am Mikroskop angucken, sieht man nur eine Art. Und das ist zum Beispiel ein großer Punkt, der noch sehr viele Fragezeichen in der Meiofauna-Forschung aufwirft und in der letzten Zeit sehr viel bearbeitet wird. Und wenn man jetzt noch einen ökologischen Aspekt hinzufügen möchte, welche Veränderungen finden durch den Klimawandel statt? Das ist auch ein Teil von meiner Doktorarbeit, denn die Arktis erwärmt sich noch viel schneller als der Rest des Planetens. Und das bedeutet, dass das Eis immer weiter, also dass die Eiskante sich immer weiter zurückzieht. Und da, wo früher Eis war, ist jetzt offener Ozean und dort kann mehr Sonnenlicht zum Beispiel eindringen. Und mehr Sonnenlicht bedeutet mehr Algenwachstum. Und Algenwachstum bedeutet immer irgendwann mehr Detritus, der unten quasi auf dem Meeresboden ankommt und dementsprechend auch die Meiofauna beeinflussen kann. Also ja, das ist quasi ein großer Punkt in der Forschung. Man kann also Meiofauna auch sehr gut nutzen, um solche Prozesse zu verstehen. Und deswegen möchte ich abschließend in meinem letzten Satz sagen, das Wissen über Sandlückenfauna ist nach wie vor lückenhaft. Und falls heute Schülerinnen und Schüler dabei waren oder eventuell schon Biologiestudierende, die in die Meeresforschung möchten, kann ich nur sagen, habt Mut zur Sandlücke. Das ist vielleicht nicht das Erste, woran man denkt, wenn man an Meeresforschung denkt. Aber wie man vielleicht hoffentlich heute in meinem Vortrag gesehen hat, es ist nach wie vor ein Gebiet, wo man sehr viele offene Fragen hat und es noch sehr, sehr viel Arbeit gibt in der Zukunft und Nachwuchs immer gerne gesehen ist. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, lieber Yannick, vielen lieben Dank für deinen Vortrag und liebe ZuschauerInnen, falls ihr gerne Yannick ein paar Wimpern, Dackel oder Barthaare spenden möchtet, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail, wir leiten die Adresse dann weiter. aber bevor wir in die Diskussionsrunde kommen, möchte ich euch gerne noch das Thema für nächste Woche ankündigen. Luisa wird uns etwas über kreatives Chaos in der Arktis erzählen, wie von spitzen Eisrücken und tiefen Wasserrinnen im Meereis erzählen. Genau, und ich habe schon gesehen, dass einige Fragen im Chat aufgekommen sind. Und ich würde sagen, da starten wir doch gleich mal mit der ersten Frage. Und zwar Jennifer Dannheim fragt, ob denn eigentlich andere Meiofauna-Arten oder Gruppen auch so robust sind wie Bärtierchen? Also würden die außerhalb der ISS im All überleben? Das ist tatsächlich, es gibt tatsächlich einige robuste Nematoden zum Beispiel. Russische Kollegen haben vor, jetzt ist gerade mein Bildschirm, hat sich verändert. Okay, einige russische Kollegen haben vor ein paar Jahren, ich glaube 2018, ein Permafrost-Sedimentkern aufgetaut, der seit, ich glaube, 30.000 Jahren
eingefroren war. Das hat man dann anhand der, an der Feinstruktur des Eises und des Sediments entschlüsseln können, dass das Eis mindestens 30.000 Jahre nicht geschmolzen war. Und tatsächlich hat man da drin Nematoden gefunden. Und sobald man sie wieder quasi aufgetaut und erwärmt hatte, waren die nach wie vor lebendig. Also gibt es, das sind wahrscheinlich die ältesten Nematoden, die zu dem Zeitpunkt auf der Welt gelebt haben. Aber ja, auch Nematoden sind sehr robust. Hängt aber, ob die jetzt im Weltraum überleben würden, ist eine gute Frage. Aber wer weiß, vielleicht komme ich da ja auch irgendwann nochmal hin. Ich wollte gerade sagen, also es gibt auf jeden Fall potenziellen Forschungsbedarf da in die Richtung noch. Das ist doch sehr gut. Ja, klasse. Vielen Dank auch von mir. Fand ich auch echt sehr interessant und gut vorgeschlagen. Mit der Wimper, herrlich, wusste ich gar nicht, obwohl wir in der gleichen Arbeitsgruppe sind. Möchte dich jetzt noch eine Sache aus dem Chat, eine lustige Frage, möchte ich dir nicht vorenthalten, die von Oahu kommt, ob Neymar, ich weiß nicht, ob du dich für Fußball interessierst, ob das auch ein Nematode ist. Und jetzt kommt der Witz, weil er sich ja so häufig am Boden windet. Jetzt können wir alle mal lachen. Danke für die Frage. Ja, gut. Ja. Ja, aber gut. Jetzt noch mal was Richtiges. Du hast ja eben schon ein bisschen was gesagt, dass da ganz viele neue Arten auch vorkommen. Also ist das auch eine Sache, die jetzt für dich interessant ist, dass du auch schaust, okay, möchte ich was Neues beschreiben zum Beispiel? Und zum Beispiel mit den genetischen Methoden ist ja auch sehr spannend, wie du ja gesagt hast, dass da einiges Neues entdeckt werden kann. Ist das auch was du für dich machst oder zählst du eher und schaust, was so da ist? Also momentan in meiner Doktorarbeit bin ich quasi der klassische Biologe und gehe nach reiner Morphologie, also nach dem Aussehen der Tiere und mikroskopiere sie. Das liegt vor allen Dingen auch daran, weil sie alle in Formaldehyd fixiert wurden. Und wenn man mit Formaldehyd arbeitet, wird genetisches Arbeiten sehr schwer, weil das halt auch die DNA blockiert sozusagen. Aber tatsächlich werde ich, oder hoffe ich noch in meiner Masterarbeit, die Masterarbeitsdaten, die ich zusammen mit Alexander Kienicke vom Senckenberg erhoben habe, noch publizieren zu können, weil die Gastrotrichen, die wir im Vortrag gesehen haben, alle bis auf einen, der auf diesen Fotos war, also aus der Arktis jetzt, sind unbekannt tatsächlich. Es gab nur einen, den wir gefunden haben, der schon bekannt ist. Also Mucellifer profundus war der einzige. Und die restlichen, ich glaube, 8 waren es, 8 Arten sind bisher noch unbeschrieben. Und da würde ich sehr gerne tatsächlich noch Artenbeschreibungen durchführen, weil irgendwie finde ich das schön. Und ich würde das auch bestimmt bei Nematoden hoffentlich irgendwann mal machen, aber da ist es noch viel aufwendiger, weil die noch weniger Eigenschaften haben, an denen man sie bestimmen kann. Also das Arbeiten mit denen ist deutlich schwerer, wie ich mittlerweile auch schon festgestellt habe, nach ein paar Monaten mit denen. Aber ja, wer weiß, vielleicht kommt das auch noch. Wow, mega spannend. Vielen Dank für den Vortrag auch von mir. Und ja, also echt eine faszinierende Welt, die du da bearbeitest. Also so divers, aber also so klein und doch so divers. Und ja, was die alles können, verrückt. Dann, genau, gibt es direkt noch eine nächste Frage im Chat von Konstantin. Der möchte gerne wissen, wie sich die Nematoden denn vermehren. Ja, die Nematoden sind getrennt geschlechtlich meistens. Also es gibt Männchen und Weibchen im klassischen Sinne. Es gibt auch einige Arten, die zwittrig sind. Bei den Gastrotrichen zum Beispiel ist das eigentlich eher sogar die Regel, dass quasi Spermien und Eizellen im gleichen Tier vorkommen, was nämlich auch Vorteile haben kann. Gerade nämlich, weil wir ja auch gelernt haben, dass die Gastrotrichen einen relativ geringen Anteil in der Gesamtmeiofauna ausmachen, also nicht so häufig vorkommen, ist es natürlich noch schwieriger, einen Partner zu finden. Und dann ist es natürlich praktisch, wenn man halt beides kann. Und bei den Nematoden ist es so, dass sie tatsächlich getrenntgeschlechtlich sind und ja, dann Eier ablegen sozusagen. Cool, vielen Dank. Und wir haben noch eine weitere Chatfrage. Neben all dem Lob, das du bekommen hast, Yannick, also es freuen sich alle über diesen spitzen Vortrag, kann ich auch nochmal so wiedergeben. Aber die Chatfrage lautet, warum werden diese Arten denn überhaupt untersucht? Was kann man denn aus diesen Untersuchungen ableiten? Was sagen die denn aus am Ende? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Tatsächlich macht man bei den Nematoden oft oder wird in letzter Zeit häufiger gemacht, nutzt man sie als Monitoring zum Beispiel für Verschmutzung. Man kann, weil es viele Arten gibt, die auf Schwermetalle reagieren zum Beispiel und sich dadurch halt die Zusammensetzung der Arten, also die Artenzusammensetzung verändert, weil manche Arten die Schwermetalle okay finden sozusagen, andere das nicht so gut abkönnen, werden zum Beispiel Untersuchungen in Hafenbecken gemacht und da werden Nematoden zum Beispiel zur Rate gezogen. Ja, die werden zum Beispiel in solchen Fragestellungen untersucht. Ja, Nematoden sind schon cool. Die sind ja auch Modellorganismen in vielen anderen, also so Biomedizin und sowas, solche Untersuchungen, gerade auch als so Indikatororganismen.
Also echt super, du hast, glaube ich, bei vielen die Begeisterung so ein bisschen geweckt für diese Wenn ich da sogar noch, Entschuldigung, aber wenn ich da sogar noch reingrätschen darf, ich habe sogar noch eine Bonusfolie, die ich gerade eben noch rausgeschmissen habe, weil der Vortrag sonst zu lange gegangen wäre, zu genau dem Modellorganismus, den du gerade gesagt hast. Ich kann ja noch mal meinen Bildschirm teilen und die einmal ganz kurz zeigen, wenn wir noch die Zeit dazu haben. Eine Sekunde. Und zwar, oh Gott, jetzt muss ich wieder diese komische Tastenkombination auf meinem neuen Laptop hier machen. So. Und zwar muss ich jetzt ganz schnell durchgehen, weil die natürlich ganz am Ende von meinem Vortrag ist. Aber zum Beispiel, Nematoden sind wichtig in der medizinischen Forschung, denn, ja, das ist das Mayflower-Paradoxon hier. C. elegans, der ist ein Modellorganismus. Cynorhabditis elegans, das ist das erste Tier, das erste vielzellige Tier, was überhaupt komplett sequenziert wurde, also wo das komplette genetische Material bekannt wurde und das in der Evolutionsbiologie und in der Genetik und in der Entwicklungsbiologie eine sehr große Rolle spielt. Man kennt von diesem Tier jede einzelne Zelle, also wirklich jede einzelne Zelle, von der Befruchtung der Eizelle über die ganzen Teilungen hat man jede einzelne Zelle weiterverfolgt und hat dadurch sehr viele Rückschlüsse auch auf menschliche, medizinische Fragen schließen können. Ja, super, genau den meinte ich halt, den Cynorhabditis elegans, halt ganz bekannt in der Biologie, auch in diversen Textbüchern, die man so kennt in seinem Studium. Was mich noch interessiert hat, du hast ja auch den Nachwuchs quasi angeworben und ich glaube, du hast einige Leute begeistert dafür. Wie bist du denn selbst dazu gekommen? Also war das irgendwie dein größter Wunsch, mal Tiefsee-Nematoden anzuschauen oder hat sich das zufällig entwickelt und dann ist im Laufe der Zeit einfach deine Begeisterung dafür gewachsen? Ja, also ich habe das ja eingangs schon kurz gesagt. Ich habe im Vorfeld, also vor meinem Studium, noch wirklich keine Ahnung gehabt, dass es solche Tiere überhaupt gibt. Und ja, ich habe dann irgendwann durch einen Kurs an der Uni, einen Elektronenmikroskopiekurs, hat mein Dozent, in dem Fall war es dann Alexander Kienicke, die Proben mitgebracht. Und daraus hat sich dann, das war halt so interessant, da hat sich dann irgendwie eine Fragestellung ergeben, warum bestimmte Zelltypen bei diesem Wurm so ausgeprägt sind. Und so bin ich quasi in diese ganze Mayofauna-Welt reingerutscht und ich wollte gerne in die Meeresforschung. Und ja, so bin ich dann quasi dann da gelandet und dann auch da geblieben und habe mir dann gedacht, ich möchte jetzt auch nochmal andere Tiere kennenlernen, nicht nur die Gastrotrichen, sondern auch die Nematoden und habe dann quasi nochmal gewechselt, ja. Aber ich bin auch nach wie vor ein sehr großer Freund von den Gastrotrichen und auch generell von den anderen Mayofauna-Organismen, also ja. Cool, ja, mega spannend, weil das, genau, habe ich mich nämlich auch schon gefragt, also C. elegans, das ist mir ja selbst aus dem Biostudium noch ein Begriff, aber den Werdegang, wie du da hingekommen bist, was du jetzt machst, ist ja auch immer super spannend, weil es ist ja auch nicht meistens so geradlinig oder so, wie man sich das manchmal vorstellt, sondern ja, es ergibt sich dann, man findet das spannend und wenn man sich erstmal damit beschäftigt, kann man ja auch, also ja, sehr viele Dinge spannend finden. Also wie du das heute hier präsentiert hast, weil ja, bin ich jetzt auch auf jeden Fall ein sehr gut. Ich kann auch nur sagen, je länger man mit denen arbeitet, desto spannender wird es eigentlich. Also es kommen immer mehr Fragen, als man Antworten kriegt. Ja, kann ich mir vorstellen. Genau, weil auch hier im Chat die Zuschauer stellen sich ja auch immer noch mehr Fragen. Und zwar, was ihr erzählt, dass die Gastrotrichen so zahlenmäßig so selten sind und auch so klein. Und dann ist die Frage, wie finden sie sich denn dann gegenseitig? Also das scheint ja nicht so einfach zu sein. Tja, das kann ich leider auch nicht ganz genau beantworten. Das ist auch eine von den großen Fragen. Wie das ganz genau vonstatten geht, weiß man nicht wirklich. Aber ich vermute mal, dass es auch mit Chemosensoren zu tun hat, dass sie quasi Botenstoffe riechen können oder durch Zufall. Das wäre vielleicht so das, was mir jetzt spontan einfallen würde. Aber ja. Cool, spannend. Da gibt es auf jeden Fall ja dann noch einiges zum Erforschen. Cool, danke nochmal. Ja, und dann würde ich an dieser Stelle auch die Diskussionsrunde gerne schließen und mich nochmal bei allen ZuschauerInnen bedanken und natürlich auch euren Fragen. Es hat sehr viel Spaß gemacht heute Abend wieder. Und genau, schaltet doch nächste Woche wieder gerne ein zu Luisas Vortrag. Habt noch einen guten Abend und bis bald. Tschüss. Tschüss.